herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag zum adventlichen Leise war gestern Time for Metal Podcast. Das ist vollkommen korrekt. Hallo, liebe Kathi. Und es ist jetzt schon echt über ein Jahr her. Es ist schon über ein Jahr her. Ja, ist fast, ne? Ja, das war genau die Adventszeit. Ja, dass wir hier zusammengesessen haben und den tollen Adventskalender von Time for Metal auseinandergenommen haben. Und ja. Wir haben heute den zweiten Advent, zumindest auch hier und auch vielleicht bei denen, die jetzt gerade direkt bei Release zuhören. Und wir machen es wie letztes Jahr, bringen euch eine kleine Sonderfolge, in dem wir euch erzählen. Was erzählen wir denn, Kathi, sag mal? Wer gewonnen hat, schon mal die ersten drei Tage. Dann, wie es nächste Woche weitergeht, also so einen kleinen Ausblick. Und ja, erzählen wir sonst noch etwas? Ja, können wir erzählen. Also du kannst mal erzählen, sag mal, ich ist jetzt dieses Jahr total in so Weihnachtspullis und so, so diese Ugly Christmas-Pullis. Wie stehst du denn dazu? Ja, also ich denke, jeder so wie er mag, aber ja, meins ist es nicht. Dann eher der gemütliche Weihnachts-Onesie auf der Couch, den dann auch keiner sieht, außer die Lieben zu Hause. Der Weihnachts-Onesie. Ja, können wir ja teasern, haben wir auch eingekauft. Ja, genau. Nein, aber ich finde zum Beispiel so, es gibt vom Wacken Open Air zum Beispiel jetzt einen coolen Pulli, das soll jetzt gar keine Werbung sein, aber auch von Bands. Und der von Wacken geht ja auch noch, ne? Ja. Es gibt auch verschiedene bei Wacken. Ja. Aber es gibt so ein, zwei, die dann tatsächlich noch gehen und auch bei den Bands gibt es noch so ein, zwei, die gehen, aber die meisten davon sind auch wirklich so trashig. Ich weiß nicht. Muss jeder für sich selber entscheiden, wie er vor die Tür treten möchte. Ja. Also bei uns kann man Türen eintreten und so tretet ihr vor die Tür. Genau, und wir apropos Türe eintreten, toller Übergang, Kathi, sehr, sehr toller Übergang. Natürlich. Wollen wir direkt zum Adventskalender rüber? Türchen eintreten. Wir treten das Türchen ein und zwar die Gewinner oder machen wir die Gewinner zum Schluss? Also ihr habt die Türchen eingetreten und wir erzählen euch jetzt, wer davon gewonnen hat, der so fleißig zugetreten hat, hoffentlich mit sauberen Stiefeln. Ja, dann schieß mal los. Ja, Tag 1 hat der Peter G. aus Weiblingen gewonnen. Wo auch immer Weiblingen ist, ist egal. Keine Ahnung, hört sich südlich an. Ja. Klaus B. aus Solingen, das ist tatsächlich nicht ganz so weit von hier, kennen wir gut. Mhm. Und Tag 3, Nele W. aus Norderstedt. Wahrscheinlich Norderstedt. Weil ja, Norderstedt. Wir kriegen ja immer einen auf den Deckel, dass das Tostedt heißt. Dann heißt das bestimmt auch Norderstedt. Aber das kann ja die Nele gerne schreiben, denn wir haben alle drei bereits per E-Mail informiert. Ihr könnt ja mal schauen, in den Adventskalender auf den jeweiligen Tag klicken. Da seht ihr auch, was ihr gewonnen habt. Und das ist schon verpackt. Kann sich sehen lassen. Ja, schon verpackt. Ist schon ein Aufkleberchen drauf. Muss noch zur Post gebracht werden. Und dann ist es auf dem Weg zu euch und also noch rechtzeitig unter dem Weihnachtsbaum. Weihnachtswichtel waren hier schon sehr fleißig. Ja, und dann wollen wir doch direkt noch einen kleinen Ausblick schaffen, wie das dann mit der Verlosung weiter ausgeht. Denn die weiteren Auslosungen finden ja immer bei uns Sonntag statt, beziehungsweise die letzte am 27. Und zwar losen wir dann nächsten Sonntag alle Türchen vom 4.12., also dem heutigen Tag, bis hin zum 10.12., also nächsten Samstag aus. Und dann halt den 18., den 11. bis 17. losen wir aus. Und am 27. losen wir dann alles zwischen dem 18.12. und 26.12. auf. Denn so, und das habt ihr alle schön mitgeschrieben. Genau, der Time for Metal Adventskalender geht nämlich, sage und schreibe, 26 Tage. Und ihr müsst es nicht mitschreiben, ihr geht einfach auf timeformetal.eu, klickt auf Adventskalender und da findet ihr nochmal die Daten. Das Wichtige ist auch da, auch am 10.12. könnt ihr tatsächlich noch für den 4.12. Das Formular ausfüllen. Also wenn ihr mal irgendwie einen Tag verpassen solltet, holtet nach. Jetzt ist natürlich zu spät für 1, 2 und 3, aber die kommenden Türchen immer schön fleißig eintreten. So, und jetzt wollen wir noch gerade ein bisschen teasern. Klein bisschen nur, also nicht so viel. Wir haben sage und schreibe, jetzt muss ich mal gerade kurz in mein Excel reinschauen. Ja, wir benutzen sowas Tolles wie Excel, um so eine Liste zu machen. Es sind 110 Artikel in der nächsten Woche mit vertreten. Wahrscheinlich noch ein, zwei, drei mehr, die sich so noch dazu huschen. Aber so sind da Bands mit dabei, wie Metallica oder JBO. JBO, genau. Mhm. Dann haben wir sicher noch Devil May Care. Die waren auch beim Underground Award mit relativ weit oben dabei. Ja, ich erinnere mich. Versus, wie auch immer man die Band ausspricht. Ihr wisst es wahrscheinlich besser als ich. Dann haben wir The Tea Party, Marillion, Halloween, Empyrean Dawn, Blind the Eye. Ich klicke mal einfach weiter durch. Goldsmith.
Ja. Von El Puerto Records haben wir ein paar Sampler dabei, beziehungsweise Bierdeckel dabei. Sodom, richtig. Ja. Arch Enemy hat was mit in den Pott geschmissen. Ficken ist auch wieder dabei. Genau. Und wer nicht ficken will, der hat was zum Kuscheln. Genau. Also es ist beides mit dem einfach so dämlichen Namen. Ne? Mit einem Adventskalender mit dabei. Und für mich persönliches Highlight ist auch das, was von Five Finger Death Punch mit dabei ist. Sehr cool, ja. Doch, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und das war jetzt auch nur wirklich ein kleiner Auszug von dem, was hier in der alles sich in der Tabelle tummelt. Ja, und das sind gemischt, ne? Also zwischen Audio-CD, Bücher, Buttons, Flaggen, Hoodies, Metal-Drinks natürlich und T-Shirts und natürlich die eben gesagten Bierdeckel. Ja. Die sind auch mit dabei. Ja. Also es ist ziemlich simpel, 110 Stück zusammenzukriegen. Man macht einfach nur eine CD, den Rest Bierdeckel und zack, hat man 110 Artikel. Nein, so ist es nicht. Ihr könnt ja selber gucken, jeden Tag Türchen eintreten, lohnt sich. Und jetzt komme ich gerade auf die Idee, so ganz spontan. Es gab ja auch ein paar Quiz-Dinge mitzumachen. Also wenn ihr auf den Adventskalender klickt, könnt ihr jeden Tag auch eine Quiz-Frage beantworten. Oder das Ganze auch auf Instagram machen, denn das teilen wir auch auf Instagram und Facebook. Also schaut doch mal auf den Time for Metal Kanal @timeformetal bei Instagram und auch Time for Metal mal bei Facebook besuchen. Da findet ihr genau diese Daten auch, was hinter den Türchen versteckt ist an Quizfragen. Also und auch immer schön die Story mitverfolgen, weil auch da findet sich das ein oder andere Highlight. Also zum Beispiel auch jetzt ein bisschen was zur Auslosung und auch zur Verpackung können wir doch auch mal was erzählen, weil wir recyceln Kartons. Also nicht wundern, dass da sehr an die Gewinner sehr, sehr unterschiedliche Kartons versendet werden und da manchmal auch ja irgendwelche Sachen draufstehen, die mit uns nichts zu tun haben. Das sind tatsächlich recycelte Kartons, damit wir da wenigstens ein bisschen was zu beitragen können, dass wir nicht alles vernichten und dann wieder neu kaufen. Richtig. So, und ich glaube, wir gehen dann gleich mal auf die Couch, ein paar Spekulatius knuspern. Spekulatius. Und ich hoffe, ihr habt auch einen schönen Advent. Es ist ja heute der zweite Advent und ich hoffe, ihr habt einen schönen Advent. Und zusätzlich freut euch auf die Folge, die am Dienstag rauskommt. Ja, ja. Und wir zwei machen nächsten Sonntag wieder weiter. Genau, wenn es wieder heißt. Ha, wie heißt es dann wieder? Wie heißt es wieder? Leise war gestern, der Time for Metal Podcast. Genau. Mit der Sonderausgabe zum Adventskalender. Und abschließend, wie immer, gibt's einen Outro-Song, diesmal For Today mit O Come, Emmanuel. Ein kleiner Christmas-Metalcore-Track habe ich mir ausgesucht. Schön. Bis morgen, dass du ausgesucht. Ja.